Hallo Leute und herzlich willkommen auf ziemlich wenig Land und ziemlich viel Spaß, würde ich sagen. Heute spielen wir hier mit Deluxe 57 aka Lilly spielt. Moin. Moin. Das war ja extrem cool. Und wir haben uns den neuen Skyblock vorgenommen, die 1.4.2er Version, und werden jetzt hier ein bisschen rumgimpen. Wahrscheinlich sind wir schneller tot, als wir gucken können. Aber hey, ist ja ganz witzig. Und starten, wie immer, Cobblestone-Generator bauen. Ne? Wir können deinen Tod auch beschleunigen, wenn du willst. Nee, bitte nicht. Okay, dann bau du erstmal den Generator und du gibst mir mal die Erde, dann baue ich hier erstmal da, dass wir den Baum dann in Ruhe abholzen können, ohne dass uns hier was abhanden kommt. So. So in etwa? Ja. So, ich brauche einen Eisblock und ich brauche ein bisschen Lava. Ciao. Was haben wir denn? Seelensamen, ich schaffe Kürbiskerne. Jetzt müsste hier genau erstmal ein Cobblestone stehen. So, wir müssen den Baum aber abbauen, fällt mir gerade mal auf, weil ich glaube, wir haben keine Sticks genommen. So. Okay, dann fangen wir jetzt mal ganz vorsichtig hier unten an. Ja, bitte nichts verlieren. Ach gut, ich baue schon mal eine Workbench von dem einen Holz. So. Genau, und jetzt musst du aufpassen, dass dir kein Setzding abhanden kommt. Du kannst mir mal noch ein Holz zuwerfen, bitte. Ja, perfekt. Jetzt hättest du nur in die Lava fallen müssen, das wäre viel witziger gewesen. Das wäre ganz witzig gewesen. So, na, kommst du. Am besten, wir kriegen kein Setzling vom Baum. Ja, dann können wir im Grunde gleich wieder von vorne anfangen. So, ich baue erstmal zwei Spitzhacken. Ah, ich habe schon einen. Gut, einer ist immer ganz, ganz wichtig. So. Jetzt sind wir erstmal gesichert. Hier ist eine Spitzhacke für dich. Ich baue jetzt nur gerade mal hier den. Ha! Erwischt. So, dann bauen wir das hier dran. Boah, hier könnte es aber ein bisschen knapp werden. Warum? Ja, der war gerade hier über der Schlucht, aber das ist hier jetzt. Cool. Ja, da kam sowieso kein Setzling. Also wir haben jetzt gerade mal ein Setzling daraus bekommen. Bitter. Ja, sowas ist immer ein bisschen bitter, aber was willst du machen? So, der Trick ist übrigens hier, wirst du gleich sehen. Also erstmal hat mein Wasser keine Textur, finde ich klasse. 1.4.2 ist so super. So, wenn du jetzt den Block nämlich da drüber platzierst, so wie ich das gerade getan habe, dann friert das Wasser nicht mehr ein. Das heißt, wir können jetzt hier in aller Ruhe abbauen. Ja, sonst früher hat man, glaube ich, einen Wassereimer gekriegt. Ja, es gab die in der ganz ersten Version, gab es auch einen Eisblock. Oh, okay. Also für Flammen und für Wasser scheine ich tatsächlich ein Texturproblem zu haben, aber damit muss ich jetzt erstmal leben. Sieht sehr witzig aus, auf meinem Wasser steht jetzt irgendwie. Ich kann hier ja gleich schon mal einen neuen Baum anpflanzen. Ja, das wäre gut. Aber vielleicht so genau, dass wir dann auch vernünftig rankommen. Und versuch mal, keine Erde runterfallen zu lassen, die werden wir noch dringendst brauchen. Weil wir kriegen nämlich keine weitere. So, der Cobblestone-Generator steht. Wenn du willst, du hast ja eine Spitzhacke, kannst du von der anderen Seite auch abbauen, keine Ahnung. Ansonsten... Wir haben hier einmal Knochenmehl und einen Knochen. Ich könnte mit den Knochen ein bisschen beschleunigen, dass wir hier an Holz kommen. Nee, ich würde lieber noch warten. Ich weiß nicht, ob wir das eventuell noch brauchen für eine spätere Aufgabe. Ich bin mir da sehr unschlüssig, aber was ich dir mal geben kann, ist das hier, guck mal. Chuck. Komischerweise bekomme ich das nicht. Ah. So. 12 Stück. Jetzt kannst du, wenn du willst, um den Baum mal etwas größeres Areal abstecken. Und ich werde gleich dir hier, wenn du das gemacht hast, die Aufgabe übergeben, weiter Cobblestone abzubauen, und ich werde noch eine Runde schwimmen gehen. Wo willst du denn eine Runde schwimmen gehen? Ich werde gleich eine Runde unter die Insel schwimmen, wenn ich genug Cobblestone habe. So, so. Ja, damit wir die Insel von unten stützen können. Wir haben hier ja noch einen Eisblock und ich könnte hier ja einmal dann Wasser hinsetzen und dann könnten wir Kartoffeln und Karotten anbauen. Nee, wir brauchen das Wasser gleich noch, wirst du sehen. Ich habe jetzt noch einen Eimer. Das heißt, ich werde jetzt gleich das Wasser hier nochmal ausschöpfen. Genau jetzt. Tschack. Dann bauen wir mal hier so eine unendliche Wasserquelle hin. Ah, das ist ein bisschen... Oh, wir haben hier Lehm. Ja, den lassen wir erstmal schön da unten drin. Nee, mach mal nicht in die Richtung, weil ansonsten... Guck mal.
Genau, so jetzt. Den Eisblock in die Ecke hier. Hast du den schon? So. Und jetzt einfach ein Block. Genau. So. Und jetzt haben wir eine unendliche Wasserquelle. So, und jetzt werde ich nämlich, zeige ich dir gleich, ich setze es hier einfach an den Rand. Ich packe dir die Erde hier mal in die Kiste, ne? Ah. Besser, als sie die hier zuzuwerfen. So, guck mal. Jetzt haben wir hier einen Wasserfall. Und da springst du jetzt im Grunde rein und baust die Insel von unten dicht. So, in etwa. Das ist eine sehr lustige Aktion. Wow. Aber warte, ich vor allem, wenn man ertrinkt. Kurz die Sachen eben in die Kiste, falls mal etwas passiert. Ja, das war auch gerade meine Idee. Ich sollte vielleicht erstmal meine Sachen in die Kiste tun. Was natürlich extrem cool ist, ist, dass ich mir fast den Hochweg wieder verbaut habe. Hier haben wir einen Eisblock auf einmal. Ja, das ist normal. Darum habe ich ja das hier erstmal gestützt. Also der Eisblock ist immer da, solange... Also wir müssen nur aufpassen, dass wir... Du hättest mich fast in die Lava geschubst. Echt? Jo. Hier werden 4 Eisblöcke entstehen. Da, schon wieder. Ja, ja, wir sind in einem Schneebiom. Lass ihn ruhig erstmal, das ist ja nur unsere Wasserquelle. Ich hole uns hier jetzt erstmal Kabel. Ein bisschen. Genau, ich stehe nicht mehr drauf, kannst abbauen, wenn du willst. Achso, wenn es geht, nicht so viel mit Erde, obwohl jetzt ist egal, jetzt kann ich ja unten alles abbauen. Also ich brauche massenweise Cobblestone, definitiv. Ich mache mir gleich aber erstmal eine Steinspitzhacke. Ja, ja, kannst du gerne machen. Du kannst ja aber auch jetzt eine schon machen. Wir haben ja jetzt sozusagen unendlich. Wir haben so ziemlich unendlich Cobblestone, ja. So. Ja, nur ein paar Cobblestones verbrennen noch. Ja gut, das ist aber normal. Ich meine, wir könnten das oben auch abdecken, aber reinfliegen würden sie trotzdem. Von daher ist es, glaube ich, so ziemlich egal. Man könnte sich auch ganz gechillt einfach hier darunter noch Wasserstrahl machen, dass man einfach nicht davor stehen muss oder so. Ja, Eimer ist hier. Bitteschön. Ja, ich will hier nur nicht mit der Eimer, mit Erde rumspielen, aber... Schnapp dir ein Wasser und dann... Uiuiuiui. Wolltest du mich töten? Gib's zu, du wolltest mich töten. Nimmt sie mir einfach den Block weg. Nein, Spaß. Ist ja unglaublich. Ja, das machen wir jetzt noch nicht. Weil jetzt haben wir noch zu wenig Blöcke. Und ich will jetzt auch nicht riskieren, dass wir hier jetzt kostbare Erde verlieren. Also ich bräuchte jetzt mal so 40, 50 Blöcke Cobblestone, um erstmal die Insel unten abzudecken. Jo, ich bin dabei. Ja, ich guck dir zu, das mache ich gerne. Zugucken ist immer super. Ja, Frauenarbeit hier. Ja, genau. Ich schwimme gerade wieder hoch, weil du hast mich runtergeschubst. Das war ein ganz schönes Stück. Nee, habe ich gar nicht. Du hast mir den Boden unter den Füßen weggerissen gehabt. Paranormal Activity. Ja, ja, genau. Das ist einfach verschwunden. Oh, it actually just disappeared. Aber irgendwie regt mich das Lied gerade auf. Tja, dann mach's weiter. Ja, hab ich auch gemacht. Wir wollen ja nicht, dass sich die Songs hier aufregen. Oh, ich hab einen Cobblestone. Yay! Ich hab 25. Okay. Aber du kannst mir die eigentlich mal geben, dann kann ich schon mal anfangen, unten zu bauen. Pack die mal in die Kiste. Danke. Und es wird hier dunkel. Hier ist noch Erde. Ja, immer reiner. Und ich baue jetzt mal hier unten weiter. Sind eigentlich Zombies an? Eigentlich müssten Monster an sein, ja. Na komm. Jetzt klaut hier ein Enderman unsere ganze Erde. Genau. Der grieft ist einfach weg. Nee, theoretisch dürfte ja in unserer Nähe kein Enderman spawnen, also. Ja, da hinten, da wo diese Sandfläche ist mit dem Kaktus da. Ach, da wird nichts weggegrieft. Ansonsten wird der erschossen. Ja, mit unserer nicht vorhandenen Pistole. Genau, mit der. Du hast es erfasst, Mensch. Du bist ja doch recht schnell. So.
also langsam aber sicher bildet sich hier tatsächlich eine Plattform. Ich muss jetzt nur mal gucken, dass ich hier wieder hochkomme. Aber auch nur, wenn man genau hinguckt. Jetzt klaue ich mal den Stein hier wieder weg. Komm her. Wir bauen mal eine Treppe. Dann ist es nämlich wesentlich angenehmer, hier nicht immer durchs Wasser zu müssen. Ich habe hier jetzt wieder gleich 25 Mal Kabel. Kannst du gerne in die Kiste packen. Die Hälfte der Plattform ist schon fertig, dann baue ich weiter da unten. Weil dann können wir nämlich die komplette Erde abtragen. Und dann stirbst du. Und dann haben wir eine Steinplattform und können die Erde für andere Sachen benutzen. Und ich war natürlich wieder super intelligent, wie immer. Und habe irgendwie auf der falschen Seite die Treppe gebaut. Jetzt muss ich die wieder abbauen. Egal. Wie lange machst du eigentlich schon Let's Plays? Ich glaube einen Monat jetzt so. Seit einem Monat? Weil erst kam mir das dazu mit meinem Headset, was ich jetzt benutze. Nur dank dir habe ich jetzt die richtigen Einstellungen. Hört sich auch schon gut an, nur noch nicht perfekt. Und da mein neues Headset jetzt mit diesem GLS kommt, dauert das natürlich wieder Jahre. Ja. Schnelle Lieferanten kennen wir ja. Ja, vor allem, einmal habe ich dir ja schon erzählt, haben die sich ja mal das geleistet, da habe ich mir was bestellt und dann haben die es einfach nur vor die Haustür gelegt. Ja, und dann wurde das geklaut. Das ist, und natürlich war es dann niemand am Ende, ne? Ist bombastisch auf jeden Fall. Jemand hat es gesehen. Cool. Ja, ist ja logisch, oder? Wahrscheinlich hat es einer deiner Nachbarn mitgenommen. Der dachte sich so, selbst schuld. Das glaube ich nicht. So. Ich brauche Kabel! Kabel, 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 arbeite schneller, Frau! Hetz mich nicht, nein, okay. Hetz mich nicht. Kennst du das auch mit dieser Natürlich. Da? Natürlich. Ein bisschen Real Life habe ich ja auch noch, trotz der vielen Let's Plays. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das mit dieser Schildkröte, wie heißt die nochmal? Boah, ich habe keine Ahnung. Das, was das da Hetz mich nicht sagt, war doch der Geier, oder? Ja, das war der Geier, aber da gibt's so eine Schildkröte mit irgendwie mit Geldautomat oder so. Stimmt, der Geldautomat. Die Eins drücken und so. Ja, die ist cool, auf jeden Fall. Aber der ist ganz langweilig geworden, weil der macht eigentlich nichts Neues. Immer wenn man im Fernsehen seine Schuhe sieht, oder so, ist immer dasselbe. Okay, na, das ist natürlich doof. Ich habe das, glaube ich, bis jetzt zweimal gesehen oder so. Fand's halt ganz witzig. Okay. Oh, jetzt flutscht es aber hier jetzt gerade bei mir. Ja, ist doch gut. Ich brauche noch massenweise Kabel, aber Jetzt wieder nicht, weil jetzt verbrennt wieder alles. Ja gut, man sollte es nicht ansprechen. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Was willst du, ne? Steine! Gib mir Stein! So, meine erste Spitzhacke ist auch gleich wieder kaputt. Ja, dann bau dir aus den nächsten Steinen erstmal eine neue Spitzhacke. Ja, ich hab's gehört. Es hat Knack gemacht. So. Wir haben ja die unendliche Wasserquelle. Ich mache jetzt hier einfach mal den Wasserfluss kurz zu, damit der mich hier nicht nervt. Tschüss. Wenn ich jetzt runterfalle, dann falle ich richtig. Dann lohnt sich's wenigstens. Warum habe ich einen Wassereimer? Ach ja, den hast du mir gegeben. Genau. Du wolltest da irgendwas mit Wasser basteln. So. Ja, erstmal, wenn wir hier eine richtige Plattform haben, weil sonst ist mir das zu gefährlich. Ja, wir müssen gleich aufpassen. Wir werden einen Grasblock oben übrig lassen und es nach unten ziehen, damit wir dann unten noch Gras haben, weil nur auf Gras, dafür brauchen wir nämlich wahrscheinlich auch das Knochenmehl, können wir Gras für Seeds züchten. Und die brauchen wir ganz dringend. Mit diesen Knochenmehl, genau. Ne? Aber kommt das nicht von alleine? Denn ich hatte mal eine flache Welt gemacht und da habe ich dann halt alles mit dem Wasser einmal weggemacht und nach einer Zeit kam das alles aber automatisch wieder. Nee, das kommt leider nicht automatisch. Dann habe ich mich Weil Gras spreadet immer nur, also für Gras braucht man einen Gras-Source-Block, ist wie mit Wasser. Mann. Hier, da. So, aber du kannst auch, wenn du willst, mal kurz aufhören und mal mit runterkommen. Also, so sieht der ganze Spaß dann aus hier. Jetzt haben wir quasi unter unserer Insel, was auch ganz wichtig ist, weil so kommen wir auch nur unter die Sandinsel da drüben.
Weil sobald du da einen Sandblock abbaust, fällt der gesamte Sand einfach nach unten. Ja, das ist ja genauso wie bei Gravel. Ja. Und aber bei Seelensand natürlich nicht. Nee, aber so können wir jetzt quasi, also wenn die Plattform hier noch ein bisschen breiter ist, ich mache es jetzt extra in deine Richtung etwas breiter, weil du ja mit Wasser experimentieren wolltest. Und ich würde sagen, wir bauen hier drüben einfach jetzt einen Handmade-Cobblestone-Generator auf. Also wir brauchen quasi hier... Das wäre? So, so. Und dann nochmal 4 Steine davor. Ich hole mal Steine. Ja. Also wir brauchen jetzt noch 4, wir brauchen noch mehr sogar. Fällt mir gerade mal auf. Weil wir müssen es ja noch eine Ebene höher ziehen, dadurch, dass hier unter ja nichts ist. Obwohl das Wasser kann ja theoretisch auch einfach ins Leere laufen. Es reichen erstmal 4 Steine und dann kannst du schon mal den Wassereimer mit runterbringen gleich. 4 Steine reichen? Ja. Ich habe aber 8. Das ist zu viel. Und Wassereimer, okay. So. Also den Rest kann ich wieder wegschmeißen, den brauchen wir nicht, ne? Genau, kannst alles, schmeiß einfach alles weg. So, hier, da und da. So, pass mal auf, dann baue ich nämlich den Cobblestone-Generator hier auf. Dann können wir nämlich die Insel oben schon mal abtragen. Soll ich dir schon mal eine Schaufel organisieren? Ja, das wäre, glaube ich, ganz günstig. So. Und was jetzt ganz wichtig ist, finde ich, muss ich mal jetzt sagen, weil mit diesem Clay oder Klei, wie man das noch nennen will, kann man Bluttöpfe machen. Lehm. Oh ja, das ist total wichtig, auf jeden Fall. Hopp. Hab dir mal die Lava geklaut. Ja, ich hab's gemerkt. Wir haben leider keine Fackeln, glaube ich, aber da Monster mindestens einen 24er Abstand zum Spawnen brauchen, sollte das nicht das Problem werden. So. Guck mal, und jetzt kannst du nämlich hier voll bequem an der einen Seite stehen und Cobblestone abbauen. Ist das nicht super? Wo ist hier jetzt der Unterschied? Dass ich die Insel hier oben abtragen kann, ist der Unterschied. So, und jetzt haben wir natürlich... Jetzt, du willst mich doch hier nur wieder verarschen, weil jetzt ist das ein ganz anderer Cobblestone-Generator. Nee, meine ich nicht. Ich habe gesagt, es ist ein Custom-Made. Okay, und was wir natürlich da unten noch brauchen, ist eine Wasserquelle. Die ich jetzt hier, keine Ahnung, hier drüben aufbaue. Du willst mich doch wieder verarschen. Nee. Wir haben noch... Ach ja, du willst das ja abtragen. Ja, gib mir mal nochmal 2 Cobblestone. Reicht mir, danke. Ja. Mit dem Zählen und so. Ja. 1 + 1 = 5. Ah, okay. Gut. Du hast also definitiv in der Schule aufgepasst, habe ich gerade mitgekriegt. Finde ich gut. Ja, Schule, ne? Das ist normal. Ja, das ist das, wo man eigentlich immer hingehen sollte, was du aber nie machst. Nein, Spaß. So. Übrigens muss ich morgen wieder zur Schule, weil bei mir ist jetzt Sonntag und die Ferien sind zu Ende. Du hattest Ferien? Boah, wie fies ist das denn? Ich will auch mal wieder Ferien haben. So, ist es jetzt hier eine unendliche Wasserquelle oder nicht? Ja, ist eine. Sieht aber echt merkwürdig aus. Aber das liegt wahrscheinlich... Warum, was hast du denn gemacht mit der Texturenpack? Nee, das ist gar nicht das Problem, sondern Wasser fließt jetzt, wenn man Ecken freilässt, um die Blöcke rum nach unten. Also es fließt schräg, jetzt sieht es besser aus. Jetzt habe ich es einfach ringsrum eingebaut. So, und dann können wir nämlich die Insel abtragen. So, und da ist auch Gras schon unten. Das heißt, ich kann hier einfach nur ein bisschen Erde ransetzen. Das ist super. Okay. Hast du mal 2 Stöcker, also... Ich kann dir hier mal... Nee, kann ich nicht, weil wir haben keine Sticks mehr. Ich baue mal welche. Schmeiß mir mal 2 runter. Ja. Aber nicht in die Lava. So. Und ich baue mir eine Schaufel. Ich mach mir jetzt auch eine Schaufel. Dann helfe ich mal mit. Ich habe gleich ein bisschen Panik, muss ich sagen. Nicht, dass du was Falsches abträgst. So, dann einmal erstmal hier wieder rein. Holz rein. Ich brauche jetzt ein wenig Gras. Bitte nicht die Treppe abtragen. Ich hab's gewusst. Hör mal kurz auf. Ja, das machen wir doch sowieso wieder aus Cobblestone. Nein, pass auf. Wir müssen es dafür sorgen, dass das Gras hier runterkommt. Und ich hatte das Gras schon auf der Treppe, deshalb war das sehr vorteilhaft. Hier ist noch Gras. So, so, so. Nichts passiert. Nee, so geht es nicht. Du musst eine Treppe nach unten bauen, so schräg. Genau, und dann musst du gucken, dass da drüber auch Gras... Ah, warte, ich mach das mal schnell.
Oder auch nicht. Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass der Mist hier weg ist. Irgendwie wächst hier gerade nichts nach. So, kurz die Kabels hier weghauen. Genau, die auch. So, so, so und so. Tschüss. Gut. Mann, ist das eine spannende Aufgabe, hier Cobblestone mit einer Holzspitzhacke wegzuhauen. Ich bin ja begeistert. Ein Schild war hier schon vorher, also das haben wir uns nicht gescheatet. Also wir haben nur unseren Namen dahin geschrieben. Genau. Das ist hier in der Welt mit drin gewesen. Wir würden ja eh nie cheaten. Also ich schon, aber du nicht. So, so. So. Habe ich jetzt genug Erde? 3. Ist noch ein bisschen wenig. Nehmen wir die hier noch mit. 4. Soll ich mal ein paar Cobblestone-Stufen machen? Kannst du gerne tun, ja. 8 Stück reichen, ne? Ja, obwohl wir brauchen das ja eigentlich nicht mehr. Guck mal, pass mal auf. Hier wächst jetzt das Gras runter. Das heißt, wir müssen den Block nachher auf jeden Fall aufheben. Da kommt unser Gras hin. Und die anderen können wir dann erstmal hier ringsrum abbauen. Und ich werde jetzt erstmal das Wasser hier stopfen. Das brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Da habe ich ja unten jetzt... Ah, hier, guck mal, das fängt schon an hier zu wachsen. Das ist gut. Wachse! Ah, nee, wir haben hier unten schon einen Block hier. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben hier schon einen. Hier, guck. Tatsache. Ha! Okay, den bitte aufheben. Der ist wichtig. Au! Oh, 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 oh. Unglaublich. Werde ich hier von einer Frau verprügelt. Ja, da freust du dich. Ja, soll ich mir ein Steinschwert machen? Nein, sollst du nicht. Jetzt hätte ich fast das Ding abgebaut. Den Block? Ja. Ja, bitte vorsichtig sein. So, jetzt müssen wir hier... Ich mach mal den Setzling hier weg. Wir machen das nämlich jetzt einfach. Ich setze jetzt einfach den Setzling auf diesen Block. Nee, dann wird der doch... Dann wird der aber nicht mehr zum Grasblock. Doch. Nee, danach ist es Erde. Also, wenn du jetzt mal bitte nach oben gehst. Wenn die Treppe noch da wäre, die du gerade abgebaut hast. Nee, aber wenn da ein Baumstamm drauf wächst. Nein. Dann wird das zur Erde. Ja, danach, genau. Ja, darum wollte ich doch erstmal Gras ringsrum bauen. Wir dürfen keine Erde verlieren. Ja, jetzt auf einmal. Wirklich? So. 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 Mich nervt ein bisschen, dass der Spawnpunkt hier immer noch da ist. So, die Kiste schwebt jetzt in der Luft und ich habe ein bisschen Panik, dass die gleich hier ihren gesamten Inhalt über die Insel verteilt. So, du kommst erstmal weg. Jetzt hättest du hier fast einen Erdblock weggeschmissen. Echt, habe ich? Ja, hier an der Ecke. Gott. Ja, das ist so wichtig hier. So, ich packe jetzt erstmal alles, was hier in der Kiste ist, ins Inventar. Jetzt also bitte mich nicht runterschubsen, das wäre ziemlich tödlich für uns. So. Eine Kiste ist abgebaut. Die hast du jetzt eingesammelt. Boah, ich habe schon ein Stack Erde. Ja, das ist gut. Das packen wir gleich in die Kiste. Und dann bauen wir uns hier so ein bisschen farmtechnisch aus. Nein! Oh, ein Glück. So, Kiste und Workbench packen wir erstmal hier hin. Eine Kiste links, eine rechts. Hier, ich baue jetzt Bedrock ab. Genau, bau Bedrock ab, komm. Ja, zeig mir, wie man Bedrock abbaut. So. Da ist der Sapling. Der kommt... Was hat das hier zu bedeuten? Hier? Das ist die unendliche Wasserquelle. Ach, wenn ich jetzt... Ja. Ich verstehe. Dann knalle ich den ganzen Shit in die Kiste. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So. Da hast du Stein. Sehr gut. Stein ist immer gut. Jetzt bauen wir mal kurz die Insel ein bisschen weiter. Wir gehen gleich in die richtige...